Früher saßen die Rebellen im Bundestag links, heute sitzen sie rechts. Um es mal etwas plumper zu sagen, der Mittelfinger an den Zeitgeist. Junge Politiker rechts der Mitte machen in Berlin gerade ziemlich Karriere. Also ich schlafe in der Regel immer nur so 4-5 Stunden, das ist nicht immer ganz bequem, aber die Motivation, um so viel zu arbeiten, ist einfach, dass man auch sieht, okay, man kann auch was bewegen. Sie sind gegen unkontrollierte Einwanderung und Homo-Ehe. Beim Wähler kommt das an. Ich habe ihn gefragt, Frau Merkels Nachfolger. Ach, ja. Ja, ja. Leute, hört auf mit sowas. Ein Rechtsruck geht durch Deutschland, doch es gibt auch Widerstand. Danke. Es ist reinste Propaganda mit dem Ziel, die Arbeiterschaft zu spalten. Hier im Bundestag gibt es mehr als 700 Abgeordnete. Und zwei von denen, die gelten als absolute Shootingstars. Da sagt man, das sind totale politische Talente. Das Besondere an den beiden, die sind keine 30 Jahre alt und erzkonservativ. Manche sagen sogar, die sind richtig rechts. Mich hat es total erstaunt, wie man so jung sein kann und schon so konservativ, wo das doch eigentlich was ist, was die Alten machen. Deshalb begleite ich die beiden und will herausfinden, ja, was für eine Politik machen die? Was heißt es im Jahr 2018, konservativ zu sein? Und auch, ob diese Berliner Republik, dieser politische Apparat, die beiden irgendwie verändert. Einer der beiden sitzt rechts außen im Bundestag, und zwar bei der AfD, Markus Frohnmeier aus Baden-Württemberg, der hier in der Mitte. Kampfzwerg hat ihn die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petri mal genannt, denn Frohnmeier ist ein Scharfmacher, vor allem im Internet provoziert er immer wieder mit seinen Kommentaren. Als zweiten begleite ich Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, den jungen Blonden da. In der CDU ist Amthor gerade sowas wie der Posterboy des konservativen Flügels. Mit seinem Auftreten und seinem Ehrgeiz macht er gerade eine ziemliche Welle in Berlin. Die Arbeit eines Abgeordneten, sie findet nicht nur im Parlament statt. Mit der Fahrbereitschaft des Bundestages geht es für Philipp Amthor zu einer Gesprächsrunde. Bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung spricht Amthor mit Stipendiaten. Mit 24 hat er es in den Bundestag geschafft. Nicht nur hier beeindruckt das die Leute. Also es ist schon irre, wie schnell Sie da es irgendwie zu einem Namen gebracht haben, zu einem Brand, der neue Herbert Wehner im Deutschen Bundestag. So ein Stück weit, nachdem man sich immer gesehnt hat, endlich ist wieder einer da, zumal jung, der, ne? Klar, also die Leidenschaft nach Debatte ist auf jeden Fall spürbar da. Die Lust an der Debatte zeigt er von Anfang an im Bundestag. In seiner zweiten Rede nimmt er die AfD auseinander. Die hatte einen Antrag für ein Burka-Verbot vorgelegt. Oberunfug. Sie haben nicht mal das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drin steht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Sie sind weder die Retter des christlichen Abendlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank. Die Rede von Amthor gucken sich Hunderttausende im Netz an. Auf einmal ist er eine kleine Berühmtheit und das als zweitjüngster Abgeordneter im Bundestag. Amthor ist jung und konservativ. Für ihn ist das kein Gegensatz. Konservativ zu sein heißt nicht rückwärtsgewandt zu sein, sondern Franz Josef Strauß hat immer gesagt, konservativ sein, das bedeutet nicht das Weitertragen der Asche, sondern das Bewahren des Feuers. Und er sagte, der Konservative marschiert immer an der Spitze des Fortschritts. Konservativ sein, das heißt für Amthor nicht, stur an irgendwelchen alten Dingen festzuhalten. Beispiel Atomkraft. Gemeinhin würde man da ja glauben, dass ein Konservativer die eigentlich behalten möchte. Natürlich kann man sagen, der Ausstieg aus der Kernenergie ist durchaus auch was Konservatives, weil egal wie oder was, ob jetzt Windenergie oder Kernenergie, was auch immer, das sind Instrumente. Der dahinterstehende Wert ist eigentlich die Bewahrung der Schöpfung. Auch wenn sowas wie die Bewahrung der Schöpfung vielleicht etwas altbacken klingt, Amthor macht konservative Politik mit modernem Anstrich. Damit kommt er auch bei der Hauptstadtpresse gut an. Die ganze Zeit hängt Amthor am Telefon und quatscht mit den Korrespondenten der großen Zeitungen. Der Mann legt gerade eine ziemliche Blitzkarriere hin. Erfolg, für den er hart arbeitet. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich in der Sitzungswoche mal irgendwie großartig vor Mitternacht zu Hause gewesen wäre. Und das ist auch eine Frage von Training. Also ich schlafe in der Regel immer nur so 4-5 Stunden. Das ist nicht immer ganz bequem, aber läuft ganz gut.
Hast du in manchen Momenten das Gefühl, dass du so deine besten Jahre nicht verschwendest, das natürlich nicht, aber dass du etwas hergibst für diese Politik, was so nicht mehr zurückkommt, so diese Jahre zwischen 20 und 30? Also ich finde das ehrlicherweise nicht so schlimm und ganz so dramatisch ist es auch nicht. Das ist, wie gesagt, alles eine Frage von Organisation und Disziplin und man kriegt das auch organisiert. Auch ich kriege mir noch den Rest Privatleben organisiert, das funktioniert schon noch. Und die Motivation, um so viel zu arbeiten, ist einfach, dass man auch sieht, okay, man kann auch was bewegen. Eine Beziehung hat Amthor allerdings nicht. Keine Zeit, die Karriere geht vor. In seinem Büro gegenüber vom Reichstag feilt er mit seiner Mitarbeiterin an Interviewantworten. Gesprochen hat er vorhin schon mit den Journalisten. Jetzt prüft er, ob sie ihn schriftlich richtig wiedergeben. Ich glaube, er hatte Gründe, sich so zu äußern. Das ist eine doofe Aussage. Und vielleicht gute Gründe. Vielleicht kann man es ein bisschen umformulieren. Es gibt nachvollziehbare Gründe, dass er sich... Ja. Unser Material wollte Amthor vor der Veröffentlichung übrigens nicht nochmal sehen. Aber Interviews, das ist das eine. Die konkrete Politik ist das andere. Amthor macht Innenpolitik. Philipp, jetzt bist du ja zweitjüngster Abgeordnete im Bundestag. Aber in dem, wie du Politik machst, merkt man es hier nicht so richtig an. Du bist gegen zum Beispiel die Cannabis-Legalisierung. Du bist gegen jedenfalls die Homo-Ehe gewesen, so wie sie verfassungsrechtlich jetzt irgendwie beschlossen wurde. Du bist für zum Beispiel die Einführung der Wehrpflicht. So, wie kommt's? Also weiß ich nicht. Ich nehme das nicht so wahr. Ich glaube, das kann man nicht unbedingt so pauschal sagen. Also ich glaube, so ein bisschen für die urbane Stadtbevölkerung gilt das vielleicht. Aber bei mir im ländlichen Raum wird es manchmal auch anders gesehen. Aber hinzu kommt auch als junger Abgeordneter macht man natürlich Politik ja nicht nur für die jungen Leute. Ja? Okay, verstehe ich. Aber wäre es nicht trotzdem, ist es nicht trotzdem so ein bisschen der Lauf auch eigentlich des Lebens, dass die Jungen kommen und die Alten so ein bisschen wachrütteln? Weil es ist ein alter Bundestag. Und es wird viel über alte Themen gesprochen, aber wäre es nicht auch gut, wenn die Jungen eben genau sagen, ey, wir bringen frischen Wind rein und wir machen es anders als ihr? Wir haben schon die Aufgabe, natürlich für unsere Generation zu streiten und das machen wir auch. Aber ich kann nur sagen, Alter ist keine entscheidende Kategorie für Politik. Ja? Also das, was entscheidend ist, sind die Inhalte, für die man steht. Einen ganz schönen Politikersprech hat sich der Amthor da schon raufgeschafft. Jung und wild ist das irgendwie nicht. Ich finde es ziemlich krass. Der benimmt sich, als würde er das hier schon seit 10 Jahren machen. Und das ist auf der einen Seite total respektabel, weil er total versteht, wie dieses Business funktioniert. Aber für mich total schwer zu sehen, ja, wer ist denn eigentlich dieser Mensch am Tor? Also ich sehe den Politiker und ich weiß genau, wie er funktioniert. Ich sehe auch, der wird bestimmt Karriere machen, der hat krasses Talent. Aber so den Menschen dahinter zu sehen, das fällt mir total schwer, weil er halt dieser Vollprofi-Politiker ist. Deutlich weniger staatsmännisch gibt sich Markus Frohnmeier. Der AfDler hat nicht nur den Spitznamen Kampfzwerg, Kollegen nennen ihn auch Frontmeier. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht und wenn das bedeutet, dass das ein Mensch ist, der, und das braucht man für die Politik, Konflikte nicht scheut und auch bereit ist, die eigene politische Linie entsprechend durchzusetzen, dann ist das vielleicht durchaus als Kompliment gemeint. Und konfliktscheu, das ist der 27-Jährige echt nicht, beweist er auch gleich im Anschluss bei einem Gespräch über das Bild hier. Die Zeichnung hängt bei Frohnmeier im Büro. Ein Reporter will wissen, warum. Der Kollege schreibt für das Jugendportal des Bundestages. Gezeichnet wurde das Bild in der Weimarer Republik. Der Titel: Parlamentarier im Gespräch. Jetzt haben Sie ja hier direkt gegenüber Ihrem Schreibtisch sich den Ort ausgesucht. Hat das eine gewisse Bedeutung, dass Sie da dann den ganzen Tag draufschauen können? Ja, schon. Also es ist natürlich ein Bild, das einem nochmal klar macht, dass, also wie wichtig die parlamentarische Demokratie in Deutschland ist, dass auch wichtig ist, dass es eine Pluralität von Meinungen gibt, dass man sie auch zulässt. Haben Sie schon Reaktionen von Freunden auf das Bild in Ihrem Büro? Also wenn man nicht so viel zum Hintergrund weiß, dann freuen sich natürlich die Kollegen darüber, dass es endlich mal wieder ein Bild in einem staatlichen Gebäude gibt, auf dem Herren sitzen, die tatsächlich noch also rauchen dürfen und vielleicht auch in einer Männerrunde zusammensitzen. Heutzutage macht man ja eher, keine Ahnung, Yoga und andere Geschichten. Also auch im Bundestag? Das weiß ich nicht, ob es schon eine Yoga-Gruppe gibt, da muss man mal die Kollegen der anderen Parteien fragen, aber das ist für mich durchaus eben auch ein Bild, das den konservativen Mann zeigt. Ja? Im Anzug, im Plenum insofern ist das Bild schon irgendwo anti zu unserer Generation und zu unserer Zeit, ja? Wenn man an die
ganzen Ronaldo-Männer denkt, Müsli-Männer, die sich die Wimpern zupfen. Also insofern ist es, glaube ich, auch ein bisschen, um es mal etwas plumper zu sagen, der Mittelfinger an den Zeitgeist. Und den Mittelfinger, den zeigt Frohnmeier auch gerne auf Twitter. Seine Kommentare sorgen hier regelmäßig für Empörung. Also Margot, wenn wir miteinander sprechen, dann wirkst du ja eigentlich relativ handsam, sage ich mal. Wenn man sich deine Social-Media-Aktivität anguckt, dann wird es schon ziemlich brachial. Gut, die Realitäten in Deutschland sind halt kein Ponyhof, gell? Ja. Da muss man natürlich schon auch so formulieren, relativ kurz, so dass es eben mit wenigen Zeichen die Realität in Deutschland abbildet. Realitäten, die klingen, als herrsche in Deutschland Bürgerkrieg. Zum Beispiel der Tweet hier zu den Geschehnissen in Chemnitz. Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Es hätte dein Vater, Sohn oder Bruder treffen können. Das klingt ja nach Radikalisierung. Greift selber zu den Waffenleuten. Der Staat ist dazu nicht mehr in der Lage. Nein, eben nicht. Also das sind ja auch Realitäten, die beschrieben werden. Also es ist keine Neuigkeit, wenn ich sage, dass zum Beispiel der Bedarf nach Selbstverteidigungsmitteln gestiegen ist, dass die zeitweilig im DM und sogar in einem DM wurde inzwischen Kernseife und Lotion im Pfefferspray angeboten. Die Nachfrage nach kleinen Waffenscheinen steigt, weil die Leute Angst haben, das Bedürfnis nach Selbstverteidigung. Aber haben die nicht auch Angst, weil ihr diese Angst provoziert? Ich meine, du sagst... Nee, ich beschreibe ja nur, was stattfindet. Da muss ich ja, das ja nicht provozieren. Aber bei euch kommt es ja schon so an, als wäre jeder Geflüchtete... Ein krimineller Messerstecher. Aber nee, wir können jetzt machen, dass ihr das dann auch ausstrahlt. Nicht jeder Geflüchtete ist ein krimineller Gewalttäter. Aber man redet als Politiker nicht darüber oder nicht immer darüber, was funktioniert. Ja, ich rede nicht darüber, dass 800 Flugzeuge in Frankfurt prima gelandet sind, sondern es geht eben um das Flugzeug, auch meistens, das da nicht gut gelandet ist. Das bedeutet, dass die Aufgabe von Politikern die Problemanalyse und Lösung ist. Problematisch scheint auf jeden Fall Frohnmeiers Verbindung zur rechtsextremen German Defense League. Bei der gewaltbereiten Gruppe soll er Mitglied gewesen sein, Frohnmeier bestreitet das. Er sei ein Bürgerlicher und wie zum Beweis finde ich das hier auf seinem Twitter-Kanal, ein Video des Ami-Rappers Mac Miller. Nicht Rechtsrock, sondern Hip-Hop. Frohnmeier mag auch Dendemann und Kraftklub, Künstler, die explizit Texte gegen rechts schreiben. Aber glaubst du, dass Dendemann cool damit ist, dass du ihn irgendwie representest jetzt hier? Ich fahre ja auch manchmal irgendwie so mit dem Mercedes durch Sindelfingen und freue mich dann währenddessen, ich Kontra-K wollte ich schon sagen, Kraftklub höre, dass Angela Merkel angekündigt hat, 600.000 Menschen rückzuführen. Also hatte ich damals auch einen Tweet dazu gemacht und es gab dann Empörung. Kraftklub hören und sich dabei über Abschiebungen freuen, das geht für mich so gar nicht zusammen, für Frohnmeier schon. Aber was mache ich hier eigentlich gerade? Mit Frohnmeier über Hip-Hop quatschen? Sind wir jetzt Homies oder was? Diese Frage von journalistischer Distanz bei keinem Protagonisten, glaube ich, mit dem ich jemals bislang gedreht habe, hat sich die so gestellt wie bei Frohnmeier. Weil auf der einen Seite muss ich natürlich Distanz zu dem wahren. Das mache ich mit dem Politiker, aber bei der AfD ist mir das nochmal wichtiger. Auf der anderen Seite muss ich auch so ein bisschen an den Rand kommen. Und gerade wenn die Kamera nicht läuft und er zum Beispiel einen Witz macht, der nicht sexistisch und rassistisch ist und ich dann lache, dann ertappe ich mich manchmal dabei so und frage mich, darf ich jetzt lachen? Aber ich darf halt auch nicht so ein Eisblock sein, weil dann komme ich auch nicht an den Rand. Rankommen will ich auf jeden Fall auch an den CDU-Mann Philipp Amthor. Deshalb fahre ich nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier hat Amthor seinen Wahlkreis. Heimat, das ist eines der Lieblingswörter von Amthor. Aufgewachsen ist er in der Stadt Ueckermünde am Stettiner Haff. Seine Mutter zieht ihn alleine groß. Sein männliches Vorbild ist für ihn sein Opa, ein ehemaliger NVA-Soldat. Du bist mit 16 in die CDU eingetreten. Wo kam das her mit so früh schon so klares Weltbild? Ja, es ist natürlich klar, dass man eine ganze Menge von Werten natürlich von der Familie mitkriegt. Ja? Mein Großvater war als Soldat natürlich auch zum Beispiel immer darauf geeicht, dass Pünktlichkeit und Ordnung wichtige Werte sind, dass man sich anstrengt und dass man ja fleißig ist. Das waren schon Werte, die wir zu Hause
Hause auch gesehen und gelebt haben, das prägt einen natürlich. Jetzt sind die allermeisten, sobald sie aus der Schule raus sind, weg aus Mecklenburg und aus Vorpommern. Wenig Jugendliche oder junge Menschen, die hier bleiben. Du bist hier geblieben. Warum? Wie kam das? Angela Merkel ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich in Vorpommern geblieben bin, weil nachdem ich Abitur gemacht habe, war ich mal jüngster Delegierter beim Bundesparteitag der CDU. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte sie, ja, das ist ja super, dass Sie sich da einbringen in Vorpommern. Und wie geht's denn jetzt weiter? Dann hatte ich ihr berichtet, naja, zum Studium werde ich dann wahrscheinlich weggehen, aber ich will gucken, dass ich politisch mich ein bisschen weiter einbringe hier. Und dann sagte sie relativ klar, sagte, ah, na, das finde ich aber nicht gut. Politik macht man am besten von zu Hause. Und in Greifswald gibt es doch eigentlich auch eine tolle Uni. Und das haben mir viele andere noch gesagt und ich bereue das heute auch keinen Tag. Und die Heimattreue zahlt sich aus. 2017 wird Amthor als Bundestagskandidat aufgestellt und gewinnt das Mandat direkt. Plötzlich ist Amthor ein Politpromi. Und als solcher hilft er auch in Straßburg aus. In der Kleinstadt wird in ein paar Tagen ein neuer Bürgermeister gewählt. Und um die Kandidatin bekannt zu machen, lässt die CDU Bratwürste und frisch gezapftes springen. Amthor soll für ein bisschen Hauptstadtglamour sorgen und auch in der Provinz ist er wieder der absolute Vollprofi. Funk und Fernsehen, lieber Philipp, ich überreiche dir mal das Mikro und gebe dir das Wort. Ja, liebe Straßburger, mir ist es ganz wichtig, heute am Tag der Deutschen Einheit auch im Wahlkreis zu sein und wenn Straßburg ruft, komme ich immer gerne. Für mich klingt vieles davon phrasig. Beim vorrangig grauhaarigen Publikum kommen Amthors Sätze aber gut an. Vorhin hat eine Dame zu mir gesagt, hat sie gesagt, Herr Amthor, Sie mag ich, Sie haben gutes Wetter mitgebracht. Aber da habe ich gesagt, also alles kann ich jetzt auch nicht liefern. Also, ne? Und manch einer sieht Amthor sogar für noch höheres berufen. Ich bin jetzt ja ganz froh, dass ich hier euer Abgeordneter sein kann. Das ist schon ganz gut. Ich hab ihn gefragt. Frau Merkels Nachfolger. Ach! Ja. 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 Leute, hört auf mit sowas. Hört auf. Aber wahrscheinlich hört auf. Würde Dennis Ruhe geben. Ach, also ganz so einfach ist das auch nicht. Aber ich glaube, da wo ich jetzt bin, kann ich doch eigentlich ganz gut was beitragen. Auch hier merken die Leute, der Amthor, der hat noch was vor mit seiner Karriere. Erstmal wird aber gesungen. Vaterland, blüh im Glanze dieses Glück. Und bei so viel Schwarz-Rot-Gold scheinen Amthors Nationalgefühle etwas überzukochen. Es folgt ein ziemlich derber Spruch gegen Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Hier ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann. Das hört keine Öl auf. Okay, das sollte jetzt wahrscheinlich ein Witz sein. Für mich klingt das einfach nur rassistisch. Unterwegs Richtung Schwabenland. Dort hat AfD-Mann Frohnmeier seinen Wahlkreis. Und wer Wählerstimmen will, der muss früh raus. Um 5 Uhr steht Frohnmeier mit Parteikollegen am Mercedes-Werk in Sindelfing bei Stuttgart. Denn die AfD will nicht nur das christliche Abendland vor dem Untergang bewahren, sondern auch den Diesel. Diesel retten, mal reinschauen. Diesel retten. Morgen Diesel retten. Frohnmeier ist gegen Fahrverbote und niedrigere Grenzwerte für Dieselfahrzeuge. Denn das würde Arbeitsplätze hier bei Mercedes zerstören, sagt er. So richtig begeistert schauen die Daimler-Arbeiter allerdings nicht rein. Aber okay, ist ja auch Frühschicht. Und manch einem gefällt, was der Frohnmeier hier macht. Darf ich Sie kurz fragen, was Sie von dieser AfD-Aktion halten, dass Sie den Diesel retten wollen? Gute Aktion. Ja? Klar. Gut. Finden die hier allerdings gar nicht. Gewerkschaftler der IG Metall sind extra früh aufgestanden, um gegen die AfD zu protestieren. Das macht der Betriebsrat jetzt einmal, aber wenn wir das jede Woche machen. Markus, was sagst du dazu, dass die IG Metall hier auch sich hinstellt und sagt, unsere Alternative heißt Solidarität, also gegen euch? Ja, die IG Metall sollte sich, glaube ich, lieber für die Arbeitsplätze der vielen tausenden Mitarbeiter hier im Werk Sindelfingen stark machen und einsetzen. Hier geht es ja wirklich um Sachpolitik. Wir wollen, dass die Menschen hier weiter in Beschäftigung bleiben. Mich interessiert vor allem, warum es hier so einseitig auf die deutsche Automobilindustrie abgewälzt wird. Was ist denn mit amerikanischen Herstellern? Was ist denn mit französischen Herstellern? Was? Kommen Sie doch kurz her und sagen Sie das nochmal. Wir können ja über den Diesel sprechen. Der Herr möchte über den Diesel diskutieren. Ja, aber was will denn der Herr reden? Der Diesel ist doch schon geregelt.
Der ist da, glaube ich, schon 2 Jahre hinterher. Das ist in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Sie wollen den abschaffen? Wir wollen den Diesel nicht abschaffen. Der Diesel doch wollen Sie. Mit Elektromobilität, in Kombination. Den bauen wir hier schon seit Jahren. Ich glaube, Sie sollten mal Ihr Auto wechseln. Das ist also Sie wollen den Diesel quasi abschaffen? Abschaffen. Prima. Wirklich reden will Frohnmeier mit den Gewerkschaftlern dann doch nicht. Also mache ich es. Wenn die AfD sagt, wir retten den Diesel und alles muss so bleiben, wie es ist, was sagen Sie dann als jemand, der bei Daimler arbeitet? Wäre das eine Maßnahme, um Arbeitsplätze hier zu retten? Nein, definitiv nicht, weil dann fahren wir gegen die Wand. Es ist reinste Propaganda mit dem Ziel, die Arbeiterschaft zu spalten. Wird denen das gelingen? Nein, auf keinen Fall. Sie haben ja gesehen, es haben 5 alte Männer oder 7 alte Männer von der AfD, haben 50 aktiven Gewerkschaftern, die morgens in ihrer Freizeit kommen, gegenübergestanden. Und so ist es bei jedem ihrem offenen Auftreten. Menschen aus über 90 verschiedenen Nationen arbeiten hier im Daimler-Werk. Für die IG Metall steht fest, zwischen all denen hat die AfD nichts verloren. Ein paar Stunden nach der Dieselaktion zeigt mir Markus Frohnmeier den Ort, in dem er aufgewachsen ist. Walderstadt, 19.000 Einwohner, richtiges Bilderbuch Deutschland. Hat man hier das Fachwerkhaus, das alte, mit dem traditionellen Ruf der. Frohnmeier wächst hier bei Adoptiveltern auf. Geboren wurde er in Rumänien. Doch zu Hause, das verrät schon sein Akzent, das ist für ihn das Schwabenländle. Hier kann man, glaube ich, ganz intensiv Heimat erleben und die will man dann auch bewahren. Hier gibt es einfach noch Brauchtum, Tradition, sei das die Fasnet oder das traditionelle Apfelernten. Und wenn du so von Überfremdung und so sprichst, ist das, wo du tatsächlich Angst hast, dass das irgendwie verloren gehen könnte in all dem, was irgendwie in Deutschland jetzt passiert? Es geht schon darum, dass die Heimat hier bewahrt werden kann. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man irgendwie grundsätzlich ein Problem mit Menschen anderer Herkunft hat. Ganz im Gegenteil, auch ein Mensch anderer Herkunft kann diese Traditionen und auch die Heimat hier quasi positiv anerkennen und weiter pflegen. Aber momentan sieht es halt häufig so aus, dass, glaube ich, unsere Integrationsbereitschaft in die Kulturkreise, die zuwandern, größer ist wie diejenige der Leute, die zu uns kommen. Und das halte ich für wirklich problematisch, ja, wenn hier darüber diskutiert wird, dass man aus jeder Kantine das Schweinefleisch verbannt oder dass man auf zum Beispiel muslimische Feiertage Rücksicht nimmt. Heimat, da darf ruhig jeder mitmachen, sagt Frohnmeier. Aber eben halt so auf Kartoffeldeutsch, mit Kirche und Sauerkraut und nicht mit Moschee und Sucuk. Ich verstehe auf jeden Fall ganz gut, was für ein Bild von Deutschland Markus Frohnmeier vor Augen hat, wenn er über seine Heimat spricht. Und das ist ja auch sehr schön hier in Weil der Stadt. Und ich kann auch nachvollziehen, warum man irgendwie an dem festhalten will, auch an den Traditionen hier und alles. Aber was ich nicht verstehe, ist, wo die Angst herkommt, dass man ihm das nimmt. Also immer, wenn er über Migration spricht, dann klingt es fast so, als würde der Islamische Staat oder so hier vor den Stadtmauern stehen. Und ich verstehe bei Markus Frohnmeier schlichtweg nicht, wo diese Angst herkommt, dass das hier irgendwie verschwinden soll in 10 oder 20 Jahren. Zurück in der Hauptstadt. Hier treffe ich die beiden noch einmal zusammen. Hi, hallo. Philipp Markus. Ja. Beim Currywurst-Essen will ich herausfinden, wie nah sind sich Amthor und Frohnmeier politisch. Ganz so einfach in Bayern mittlerweile. Oder hättet ihr lieber eine vegane Wurst gehabt? Also du weißt ja, es ist von mir bekannt, dass ich bekennender Nicht-Veganer bin. Und du, Markus, stehst du auf vegane Sachen? Nee. Nee, hab ich mir gedacht. Warum seid ihr beiden nicht in der gleichen Partei eigentlich? Du warst sogar mal in der CDU. Du sagst auch AfD, manche inhaltliche Sachen passen. Warum seid ihr nicht in der gleichen Partei? Was glaubst du? Also ich bin mit meiner CDU zufrieden. Man hat nie 100% Übereinstimmung. Aber ich glaube, bei der CDU stimmt die Werteorientierung. Und deswegen fühle ich mich da pudelwohl. Und ich habe da gar kein Interesse, irgendwie die Partei zu wechseln. Habe ich sehe gar keinen Bedarf dazu. Warum bist du nicht mehr in der CDU? Naja, ich glaube, dass sich die Union im Laufe der Jahre von einigen Punkten verabschiedet, die mir einfach wichtig waren. Also der Islam gehört zu Deutschland, das ist ja ein Satz. Kein Programm der CDU. Ja, es hat Herr Wulff aber damals geäußert und große Teile der Union haben das befürwortet. Man hat dann die Energiewende, die ich völlig planlos empfunden habe, vorgenommen, die Wehrpflicht abgeschafft. Wir können das im Grunde eigentlich beliebig fortsetzen. Ich glaube, dass die Union von ihren ehemals konservativen Positionen nicht mehr so viel übrig hat. Was sagst du denn zu der These, so ohne eine angeblich sozialdemokratische Angela Merkel,
hätte es dieses Vakuum rechts der CDU nie gegeben und die AfD damit nicht. Also ich halte insgesamt gar nichts davon. Die Kernfrage ist ja, wie kann es dazu kommen, dass die AfD so viel Zuspruch hat? Da ist zum einen auch die Frage Unterscheidbarkeit von Positionen. Ja. Weil es natürlich schon so ist, und das muss man sagen, häufig wurde natürlich auch die politische Debatte im Bundestag auch als Allparteienkoalition wahrgenommen. Und deswegen ist es natürlich so, dass die AfD vor allem zum großen Teil auf Enttäuschung und Protest fußt. Und das ist auch was, wo man sagen muss, dieser Satz, den Horst Seehofer gesagt hat nach der Bundestagswahl, wir haben verstanden. Ja gut, aber der ist ja nicht vom Himmel gefallen, genau. diese Enttäuschung von der richtig. Politik der Altparteien. Es ist ja völlig normal, dass sich dann irgendwann eine neue politische Kraft etabliert. Und es ist gut, wenn die Union da anfängt zu reflektieren, wenn sie auch Positionen von uns anfängt zu übernehmen, weil uns geht es letztendlich wir übernehmen die Positionen nicht. Nee, also das aber wenn Herr Seehofer sagt, die ja. Migration ist die Mutter aller Probleme, dann klingt das schon sehr nach AfD. Also da kann man schon sagen, ein Jahr AfD, ganz gute Arbeit geleistet. Die Mutter aller Probleme ist nicht die Migration, sondern die Bundesregierung. Also ich akzeptiere es nicht zu sagen, die AfD hat irgendwie ein Patent darauf zu sagen, dass geltendes Recht durchgesetzt wird, dass man Migration steuert. Aber wir erinnern euch daran. Ich arbeite nicht dafür, dass die AfD irgendwann eine Koalition mit der CDU macht, sondern dass die CDU gewählt wird und die AfD schwächer wird und wir die Wahlen gewinnen und die Leute überzeugen. Und das meine Arbeits... Volkspartei mit 20% oder sowas dann. Nö. So sehr die beiden auch streiten, inhaltlich liegen Amthor und Frohnmeier gar nicht so weit auseinander. Zusammenarbeiten wollen sie deshalb aber trotzdem nicht. Ob das so bleibt, mal abwarten. So Leute, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich weiß, es wird viel diskutiert werden, das ist auch gut so, macht das bitte, aber bitte macht's anständig, beschimpft uns nicht, beschimpft die Politiker nicht und beschimpft euch vor allem auch nicht. Dann läuft die Diskussion und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt hier auf den neuen Kanal vom Kollegen Ruby Koch. Einigkeit und Rap und Freiheit, ein neues Format von uns und das ist genauso geil wie das Y-Kollektiv.